Hallo Ladies, schön, dass Sie da sind. Heute habe ich Ihnen ein Frühlingsthema mitgebracht. Frühling, allmählich wird es ja wirklich was mit dem Frühling. Und natürlich, die Natur macht ja auch vor einer Riesenkälte nicht wirklich gänzlich Stopp. Und deshalb wächst so manches. Und im Frühling wächst der Rhabarber. Mögen Sie Rhabarber? Kennen Sie Rhabarber? Wenn Sie ihn nicht mögen, ist es ein Riesenversäumnis, weil er einfach super tolle, es ist ein Multitalent. Er ist gut für die Schönheit, für innen und für außen und er ist gesund und er hat so viele Eigenschaften, ich werde Ihnen davon noch erzählen. Barbara F., ich habe mir gedacht, ich zeige Ihnen heute mal eine Rhabarber. Ja, sowas wie eine Emulsion, eine Creme. Neulich, als ich so bei uns über den Marktplatz marschiert bin, habe ich mir gedacht, genau, jetzt ist ja wieder Rhabarberzeit. Und Rhabarber ist wirklich das Multitalent schlechthin. Was man zum Beispiel einfach ganz toll machen kann, ist eine wunderbare, erfrischende und astringierende Lösung, Gesichtswasser sozusagen. Und das ist die allereinfachste Tour. Sie entsaften einfach den Rhabarber. Das können Sie machen, wenn Sie einen Entsafter haben, ist es natürlich ganz obersimpel. Und wenn Sie den Rhabarber einfach nur klein schneiden und so ganz relativ mit ein bisschen Wasser einfach angießen und mal schnell, der kocht sich unheimlich schnell weich, der Rhabarber. Und dann können Sie ihn durch ein Tuch pressen und sozusagen den Rhabarbersaft rausdrücken. Man braucht ja für diese ganzen Sachen nicht viel. Sie kennen meine Theorie, lieber öfter und lieber weniger ansetzen. Wobei, bei dem Rhabarber ist es natürlich jetzt das Problem, dass der nicht das ganze Jahr über wächst. Der wächst maximal so bis in den Juni rein. Und dann soll man ihn nicht mehr essen, weil er dann sowohl in der Schale als auch in der Frucht selber zu viel Oxalsäure, das ist eine Säure, die der Körper nicht so gut verträgt und die in höherem Umfang giftig ist. Und wenn Sie aber jetzt zum Beispiel so ein Fläschchen machen wollen, das geht all dieweil mit allen Methoden, mit entweder entsaften oder den Saft auskochen. Oder Sie können natürlich auch, das mache ich zum Beispiel mit so Pflanzen, die sehr jahreszeitlich bedingt sind oder die man auch nicht so ganz um jede Ecke kriegt, wie zum Beispiel auch Aloe, dann kann man die einfach einfrieren. In dem Fall würde ich jetzt zum Beispiel, egal ob Sie den jetzt ganz einfrieren, dann können Sie auch noch gleich schöne Speisen damit machen oder nur den Saft. Dann haben Sie was, womit Sie Ihre Getränke toppen können und immer wieder mal eine Creme oder eine Lotion für Ihr Gesicht anrichten, wenn Ihnen das taugt. Ich habe das jetzt versucht mit diesem Gesichtswasser und es ist einfach nur toll erfrischend. Und man hat wirklich das Gefühl, oh, das zurrt die Falten ja richtig glatt. Übertrieben, aber es ist wirklich toll. Es fühlt sich super gut an. Und für den Zweck nehmen Sie einfach dieses berühmte Sprühfläschchen. Sie kennen es inzwischen wahrscheinlich in- und auswendig. Geben da, ich habe hier einen Rhabarbersaft, geben hier den Rhabarbersaft rein und natürlich mit Rosenwasser. Rosenwasser ist sozusagen ein natürlicher Konservierungsstoff. Und neulich hat eine Zuschauerin geschrieben, ich vertrage keine Rosen, der Duft oder irgend sowas, der würde sie allergisch machen. Leider, dieses Rosenwasser riecht nicht. Ich weiß auch nicht warum. Es riecht nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man darauf in irgendeiner Form eine Allergie kriegt. Also, Sie nehmen hier rein den Rhabarber. So. Und dann die Farbe. Alleine die Farbe ist so toll. Ich finde, diese Farbe ist so wunderschön. Ja, ich habe den Rhabarber entsaftet mit den Stielen, also mit der Schale, nicht mit den Stielen, sondern die Stiele mit der Schale, weil ich mir dachte, also diese rosa Farbe möchte ich mir nicht entgehen lassen, weil sie gar so schön ist. Und dann geben Sie einfach Rosenwasser dazu. Und das können Sie zum Abschminken verwenden und zum Beleben. Und wenn Sie da jetzt noch
zwei Tropfen von Ihrem Lieblingsöl reingeben, dann haben Sie auch noch so einen ganz leicht pflegenden Touch dabei. Also ich finde diese Mischung hier, ich bin ganz glücklich, dass es jetzt den Rhabarber wieder gibt für eine Weile und dass man den eben auch ein bisschen auf Vorrat einfrieren kann. Also das ist zum Beispiel die ganz allersimpelste Lösung. Und dann, Sie kennen das ja auch, dass ich zum Beispiel gute fertige Cremes nehme und dann da meine zusätzlichen Essenzen reingebe. Sie könnten jetzt zum Beispiel eine Bodylotion nehmen, egal welche, und da einfach ein bisschen Rhabarbersaft reingeben, dass Sie so diese entweder gleich in die Flasche oder dass Sie es abfüllen und einfach diesen wunderschönen rosanen Saft dazu. Machen Sie kleine Mengen und das auf einer Bodylotion ist unheimlich angenehm. Sie werden sehen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch die sozusagen die große Challenge, nämlich sich eine wunderschöne Creme selber zu machen. Gucken Sie, es ist ein Traum. Es ist ein Flöckchen, es ist ein Schäumchen von Creme. Wunderschön und es ist so, es lässt sich, es ist einfach nur toll. Es lässt sich so musig verreiben und die Basis ist Skibutter und Skibutter ist natürlich extrem toll zu unserer Haut. Skibutter ist das, was man, ja, was Besseres können Sie Ihrer Haut gar nicht geben als Skibutter. In dieser Creme ist drinne Skibutter, Mandelöl, ein Emulgator, weil sonst mit dem Wasser würde das oder mit der Flüssigkeit, mit dem Rhabarbersaft würde das sonst nicht funktionieren. Und das alles zusammengerührt. Es ist wirklich nicht schlimm. Ich bin nicht sehr geübt in diesen richtigen von Grund auf Cremes, weil ich immer die faule Mischung nehme und eigentlich eine fertige Creme und dann da meine Sachen noch rein. Aber diesmal wollte ich es mal wirklich so richtig zelebrieren und es macht unheimlich Spaß und es gelingt auf Anhieb, ganz bestimmt, es gelingt auf Anhieb. Machen Sie es ganz genau so, wie ich es Ihnen jetzt zeige und dann werden Sie sehen, es gelingt. Damit diese wunderschöne Creme auch funktioniert, müssen Sie die öligen Teile, also das ist die Skibutter und das ist dieser Emulgator und das ist ein Öl, das müssen Sie zusammenmischen. Und dann kommt praktisch die Feuchtigkeit dazu. Sonst, wenn Ihnen, Sie kennen vielleicht vom Kochen her so Soßen und Cremes, die dann einfach auseinanderflocken. Und dann wird's komplizierter. Also schön die Fettteile miteinander mischen und dann das andere sachte reinträufeln. Ich habe ja gesagt, ich mache ganz, ganz wenig. Und ich habe einfach 90 Milliliter von dem Saft genommen, 90 Milliliter von dem Rhabarbersaft und dann 5 Gramm nur, 5 Gramm von der Skibutter, 5 Gramm von dem Emulgator. Den kann man in der Apotheke kaufen oder ich kann ihn auch verlinken, dass Sie ihn unten drunter finden, kein Problem. Und dann schmilzt man und von Öl 25 Milliliter. Sie können ein Mandelöl nehmen, Sie können ein, was auch immer, was Ihr Lieblingsöl ist. Es geht sogar Olivenöl, aber das vielleicht am wenigsten. Aber so diese ganz anderen, diese wunderschönen Öle können Sie alle nehmen, gar kein Problem, welches Sie haben und welches Ihnen gut tut. Und dann mischen Sie das alles zusammen im Wasserbad, dann schmilzt man das ganz schön sachte ein und dann kann man die Flüssigkeit dazugeben. Wenn jetzt die Flüssigkeit dazukommt, dann ist es sozusagen der kritische Moment, aber er ist nicht wirklich kritisch, sondern der Trick dabei ist, dass Sie diese Öl- und Emulgator- und Skibutterlösung, die jetzt flüssig ist, noch ein bisschen in dem warmen Wasser drin schwimmen lassen und dann geben Sie Ihren Saft dazu und das hat die Tendenz, dass es eigentlich sofort gerinnen möchte natürlich und das tut's dann auch. Nicht erschrecken, es wird sich in dem warmen Wasserbad, kochen Sie das nicht, sondern lassen Sie es so ganz leicht und in dem warmen Wasserbad wird sich's wieder auflösen und da kann man dann beginnen zu rühren und dann heißt es rühren. Rühren, rühren, rühren,
bis das Ganze sich, ich weiß es nicht, ich habe noch nie eine Creme, ich weiß nicht, wie die alle heißen, diese ganz tollen Soßen, das ist mir noch nie gelungen, das floppt bei mir immer aus, aber diese Creme ist auf Anhieb gelungen. Und sie rühren einfach und rühren und rühren und nach einer Weile nehmen sie das aus dem Wasserbad raus, stellen es nicht gleich auf was ganz Eiskaltes, sondern vielleicht erst auf den Untergrund, der ein bisschen puffert und rühren einfach weiter. Und sie werden sehen, die Flüssigkeit, die am Anfang noch wirklich außerhalb ist von diesem Fettgemisch, die lässt sich dann einarbeiten. Und dann haben sie, wenn sie bisschen Geduld haben, nicht lange, haben Sie so eine tolle Smoothie-Creme. Ich schwör's Ihnen, es funktioniert. Und es ist jede Mühe wert. Das ist jetzt eine nicht sehr fette Creme. Shea-Butter ist so unendlich gut für den Body. Und ich werde das jetzt als Bodycreme und fürs Gesicht und für alles verwenden, solange jetzt diese wunderbare Rhabarber offline sozusagen zu kaufen ist. Und ich verspreche Ihnen, das ist ganz, ganz schnell verbraucht. Es ist, man könnte es essen. Am liebsten würde ich es essen. Nein, Quatsch. Ich esse dann den Rhabarber. Aber es ist wirklich toll. Ich möchte Ihnen mal noch ein bisschen was über den Rhabarber erzählen. Und zwar, der Rhabarber, wie erwähnt, ist eine Allzweckwaffe. Und zwar von innen und von außen. Der Rhabarber ist eine unheimlich lang alte Kulturpflanze, die schon vor Tausenden von Jahren genutzt wurde. Und auch damals wussten die Menschen schon, dass das was ganz Kostbares und was ganz Wertvolles ist. Und ich zähle mal so ein bisschen auf. Es ist eine Verdauungshilfe, weil er so viel Ballaststoffe hat, dieser Rhabarber, dass er aus diesem Grund schon mal eine Hilfe ist. Dann ist er ein Abwehrturbo, weil er enorm viel Vitamin C hat. Also da kommt kein Spinat und kein irgendwas mit, sondern er ist eine wirkliche Power-Vitamin C-Bombe. Dann kann er zum Beispiel Entzündungen im Zahnfleischbereich oder im Mund kann er, inklusive sogar bei Herpes gibt es ganz gute Erfolge, dass man mit Rhabarber behandelt. Dann ist er ein Schönheitselixier, Sie werden es merken, es ist wunderschön. Er stoppt den Stress und zwar, weil er unheimlich viele Vitamine B aus der B-Gruppe hat und die B-Vitamine sind ja für unsere Nerven und für das alles zuständig. Dann abnehmen, wenn man möchte und es einem nicht zu sauer wird auf die Dauer, kann man auch abnehmen, weil 100 Gramm nur 32 Kalorien haben. Da kann man sich also satt futtern mit Rhabarber. Mal schauen, ob das geht. Des Weiteren ist er gut für den Blutdruck und für die Arterien und putzt irgendwie durch. Ganz toll. Und er ist auch noch gut für den Blutzuckerausgleich. Also das ist jetzt alles, das, wenn man ihn isst und wenn Sie den schon kaufen und schon mal praktisch in den Fingern haben, dann wäre es ja total schade, man würde damit nicht weiter irgendwas auch noch machen. Und übrigens, ich finde es unheimlich schade, dass man Rhabarber hauptsächlich in Süßspeisen nutzt. Ist überhaupt nicht nötig. Rhabarbergemüse dann auf ein bisschen die herzhafte Richtung eben dann mit Salz und Gewürzen mischen und dann zum Beispiel zu Fisch schmeckt es fantastisch gut. Also das ist ein wirkliches Allround-Gemüse. Zählt übrigens zu den Gemüsen und nicht zu Obst. Ich möchte Ihnen noch zwei Videos von mir verlinken, dass Sie sehen, wie ich das, wenn ich es einfach mache, dass ich dann einfach eine ganz normale Lotion nehme oder eine Körperemulsion und dann da meine Essenzen reingebe. Ich verlinke es Ihnen hier. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie einfach mal da drauf. Vielleicht inspiriert Sie das, wenn Sie jetzt dieses Prozedere als zu kompliziert empfunden haben. Aber wirklich versprochen, wenn Sie ein bisschen Spaß am Köcheln und am Machen haben, es ist wirklich der Mühe wert, sich eine solche tolle Creme zu machen, weil Sie haben es ja auch in der Hand, was jetzt da drin ist, verstehen Sie? Sie haben jetzt wirklich die Kontrolle, was Sie da drin haben. Und wenn Sie möchten,
möchten, geben Sie das einfach in den Kühlschrank. Dann wird sie zwar natürlich noch ein bisschen kompakter und ist nicht mehr so ein Schäumchen. Ich beherrsche mich, ich esse es nicht. Aber es ist wirklich, ja, egal. Also, wenn Sie das so machen möchten, ein bisschen Geduld, ein bisschen Arbeit und Sie haben eine ganz super Sache. Ja? Danke, dass Sie da waren und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss.